Es ist wieder mal Tipps und Trendszeit hier bei uns dazu. Hallo und herzlich willkommen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber flößt Ihnen das Wort Hypnose auch manchmal etwas Respekt ein? Diese Vorstellung, keine Kontrolle mehr zu haben und sich ganz in die Hände eines anderen Menschen zu begeben, die ist schon etwas ungewöhnlich. Aber ein erfahrener Hypnotiseur kann auch eine große Hilfe sein. Zum Beispiel bei der Bewältigung von Ängsten, beim Abnehmen oder auch beim Ablegen schlechter Gewohnheiten. Tobias Kunert in Kempten ist so ein erfahrener Hypnotiseur und er konnte schon vielen Allgäuern helfen. Mitten in der Kemptener Innenstadt ist die Praxis von Tobias Kunert. Er ist Hypnotiseur und kann oftmals Menschen dabei unterstützen, sich von ihren schlechten Angewohnheiten zu befreien. Hypnose kann überall da helfen, wo wir mit dem Verstand nicht weiterkommen oder uns der innere Schweinehund im Weg steht. Also wenn wir zum Beispiel wissen, wir sollten nicht mehr essen, wir können es aber trotzdem nicht lassen. Wenn wir wissen, Rauchen ist schädlich, wir können trotzdem nicht aufhören. Wenn wir wissen, dass bestimmte Ängste nicht nötig sind, aber immer in den Situationen treten sie dann auf. Das heißt, alles, was wir mit dem Verstand wissen, aber das Unterbewusstsein Programme ausführt in bestimmten Situationen, da setzt die Hypnose an und kann Programme von jetzt auf gleich wirklich umprogrammieren. Es ist ein total entspannter Zustand, in dem man sich auch sehr wohl fühlt. Angst, dabei keine Kontrolle mehr über sich zu haben, braucht man nicht zu haben. Auch unter Hypnose bekommt man alles um sich herum mit. Neu von Tobias Kunert ist eine individuell erstellte Morgenhypnose. Verändert hat sich an meinem Tag der Einstieg in den Tag. Dass du einfach nicht mehr so aufstehst, schon wieder arbeiten, sondern du stehst auf und bist eigentlich sofort da. Heute hast du bestimmt wieder Bock zum Joggen und dann geh ich joggen, obwohl ich gar keinen Bock habe. Ich mach meinen Wecker aus, hau mir die Kopfhörer drauf und ich höre mir das an und dann starte ich in meinen Tag. Bin fokussiert und ich weiß, was ich erreichen will und es zieh durch. Mehr Infos gibt es unter www.lebensupdate.de. Ja, nun beginnt sie wieder, die Zeit der Insekten. Viele von ihnen sind ja auch nützlich, aber wenn sie keine Lust auf kleine Plagegeister im Haus oder in der Wohnung haben, dann ist ein Insektenschutzgitter die beste Wahl. Experte dafür ist Kaiser Insektenschutz in Witzighausen bei Senden oder im Oberallgäu in Immenstadt. Ein Blick in die Produktionshallen von Kaiser Insektenschutz in Witzighausen bei Senden. Auf rund 800 Quadratmetern entstehen hier maßgefertigte Insektenschutzgitter in höchster Qualität. Egal welche Form, egal welche Größe, Beschränkungen gibt es bei Kaiser Insektenschutz praktisch nicht. Rund 20 Mitarbeiter sind in dem Familienbetrieb beschäftigt. Das Geheimnis des Erfolgs ist neben der Qualität, dass hier alles aus einer Hand kommt, vom Aufmaß über die Fertigung bis hin zum Einbau. Uns ist die Qualität sehr wichtig. Wir verarbeiten hier das NEO-System. Das ist die Nummer 1 am Markt und auf diese Qualität legen wir besonders Wert. Jedes Gitter muss zu 100% passen und das ist unser Ziel. Wir wollen jeden Kunden zufriedenstellen, damit natürlich keine Mücke durch das Fenster reinkommt. Aber nicht nur Schutzgitter für Türen und Fenster werden hier gebaut. Bei Kaiser Insektenschutz entstehen auch Abdeckungen, beispielsweise für Lichtschächte. Seit 1994 gibt es die Firma nun schon. Seither ist sie kontinuierlich gewachsen. Für den zweiten Standort in Immenstadt konnte ein langjähriger Spezialist für Insektenschutzgitter aus der Region gewonnen werden. Sein guter Ruf und seine Kontakte im Allgäu werden nun mit den hochmodernen Fertigungsmethoden von Kaiser kombiniert. Doch egal ob in Witzighausen oder in Immenstadt, entscheidend ist, dass die Gitter sauber sitzen und der Kunde von den Plagegeistern verschont wird. Natur und Tradition. Diese Themen spielen im Allgäu eine ganz wichtige Rolle. Und genau das spiegelt sich natürlich auch im Angebot erfolgreicher Firmen wider. So bietet das Traditionshaus Waffenbär in Kempten unter anderem Trachtenbekleidung, Jagdausrüstung und alles für den Sportschützen und Outdoor-Freund. Bei Waffenbär in Kempten nahe des Kornhauses findet man eine große Auswahl an hochwertiger Trachtenmode. Egal ob Hose aus Hirschleder und zwiegenähte Schuhe für ihn oder ein edles Dirndl für sie, in dem familiengeführten Traditionsunternehmen findet man immer ein Stück, in dem man sich so richtig wohlfühlen kann. Bei Waffenbär gibt es aber auch alles für den Sportschützen und natürlich auch für die Jagd. Eine immer wichtigere Rolle im Angebot spielen dabei Ferngläser und Wärmebildkameras, insbesondere im Jagdbereich.
von der Gams bis zum Steinbock über den Hirsch und natürlich auch im ornithologischen Bereich. Vogelbeobachtung ist etwas, was ganz, ganz hoch im Kurs steht. Und hierfür brauche ich qualitativ ganz hochwertige Ferngläser, wo wir eine sehr große Auswahl hier haben. Wir haben einen sehr großen Technikeinschlag für die technikaffinen Leute. Wärmebildtechnik zum Beispiel hat im Beobachtungsbereich sehr stark Einzug erhalten. Die CNC-Technik in der Fertigung. Genauso haben wir noch viele Fans der althergebrachten Büchsenmacherkunst, unserer kunsthandwerklichen Arbeit. Und ganz wichtig, unsere Werkstatt. Wir können nach wie vor alle Sachen reparieren, restaurieren und alles unter Wünsche erfüllen. Dazu gehören natürlich sämtliche Einstell- und Wartungsarbeiten. Daneben nimmt der Outdoor-Bereich eine wichtige Rolle ein. Und auch hier gilt, wie immer bei Waffenwehr, Qualität und Komfort der Produkte stehen an allererster Stelle. Aber natürlich kommt auch das Design nicht zu kurz. Schließlich soll man sich hier so richtig wohlfühlen mit den Produkten von Waffenwehr in Kempten. Das Deutsche Brotregister des Deutschen Brotinstituts verzeichnet derzeit über 3000 verschiedene Brotspezialitäten, die täglich bei uns gebacken und verkauft werden. Auch die Bäckerei Speiser hat seit ihrem Bestehen Anfang der 80er Jahre einen hervorragenden Ruf für die Qualität ihrer Backwaren. In der Backstube in Kempten gibt es nun noch mehr Platz und Kapazität. Wir waren kurz nach Inbetriebnahme mal vor Ort. Morgens um 4 Uhr in der neuen Backstube der Bäckerei Speiser herrscht bereits seit Stunden Hochbetrieb. Die Kapazitäten hier sind etwa doppelt so hoch im Vergleich zur bisherigen Backstube. Was jedoch gleich bleibt, ist, dass nach wie vor direkt auf heißem Stein gebacken wird. Und das aus guten Gründen. Die Brezel wird bei uns auf Stein gebacken, weil wir den Aluminiumgehalt in der Brezel nicht wollen, der oft entsteht, wenn Brezeln auf Aluminium gebacken werden. Und der Laugenstein, der auf dem Steinofen entsteht durch die Lauge, der Brezel den unverwechselbaren Geschmack gibt. Ein weiterer Pluspunkt, das Gebäck ist saftiger und schmeckt dadurch besser. Die Qualität fest im Blick hat man bei Speiser aber bereits vor dem Backen. Praktisch alle Zutaten kommen aus der Region und auf vorgefertigte Mischungen verzichtet man hier völlig. Wir haben in den letzten Jahren komplett umgestellt, dass wir alles selber mischen. Unsere ganzen Kornmischungen und so werden alle von uns selber nach eigenen Rezepten gemischt, über Tage verquollen und eingeweicht. Wir machen auch Koch- und Brühstücke, damit wir die Saftigkeit im Gebäck durch hohe Wasseraufnahme gewährleisten und dann eben die Gebäcke länger frisch bleiben. Und das gilt nicht nur für die fast schon legendären Brezen oder den neuen Kemptener Leib, sondern für alle Backwaren der Bäckerei Speiser. Unser schönes Allgäu mit seinen grünen Wiesen, schneebedeckten Bergen und kurvenreichen Landstraßen ist natürlich auch bei Motorradfahrern sehr beliebt. Einer der bekanntesten Händler für Zweiräder ist Zweirad Meckle in Reichholzried. Dort wird verkauft, verliehen, repariert und noch vieles mehr. Ein echter Treffpunkt für Motorradfahrer eben. Zweirad Meckle in Reichholzried ist seit inzwischen mehr als 25 Jahren Ansprechpartner für viele Motorradfahrer im Allgäu. Und beinahe ebenso lange hat man sich hier auf Modelle von Kawasaki spezialisiert. In dem inhabergeführten Familienbetrieb legt man auf Service und Qualität allerhöchsten Wert. Ein besonderes Angebot bei Zweirad Meckle ist die Vermietung von Motorrädern. Ein Angebot für Kunden, die gerne eine Ausfahrt machen wollen, aber auch für solche, die ein Motorrad gerne kaufen würden. Man kann mal einen Pass hochfahren, man kann mal ein Stück in die Autobahn fahren. Und da liegt einfach der Vorteil vom längeren Fahren, dass man sich dann wirklich sicher ist, ob das richtige Motorrad für jemanden ist. Wenn das Motorrad dann das Richtige ist und es kommt zum Kauf, dann wird natürlich der Mietpreis, den man vorher bezahlt hat, verrechnet. Für Fahranfänger gibt es einen sogenannten Starterbonus. Je nach Hubraum des Motors können so bis zu 800 Euro pro Maschine gespart werden. Das Angebot von Zweirad Meckle umfasst aber noch mehr. Gebrauchte Motorräder aller Marken können hier ebenfalls in Zahlung gegeben und gekauft werden. Wer sich eher für Motorroller interessieren sollte, auch hier gibt es eine breite Auswahl an Modellen. Egal für welche Art von motorisierten Zweirädern man sich auch interessiert, ein Besuch bei Zweirad Meckle in Reichholzried lohnt sich auf jeden Fall. Stimmt.
Stein ist ein sehr vielseitiges Material. Es steht für Beständigkeit und Langlebigkeit. Man kann daraus Grabsteine oder Skulpturen meißeln oder auch Küchenarbeitsplatten und Waschbecken herstellen. Einer der renommiertesten Steinmetze im Allgäu ist Thilo Probst. Er belieferte unter anderem schon europäische Königshäuser, stattete Kreuzfahrtschiffe und Hotelanlagen aus. Wir haben ihn in Kempten in seiner Werkstatt besucht. Groß ist das Angebot, das es bei Probst Stein und Design gibt. Die Allgäuer Traditionsfirma bietet beispielsweise Grabsteine in praktisch allen Größen und Formen an, aber auch Kunst und Skulpturen aus Stein. Ein neuer Geschäftsbereich ist, vereinfacht gesagt, ein 3D-Kopierer für Stein. Mithilfe von Licht wird eine Form abgetastet und in einen Computer übertragen. Spezielle Fräsen fertigen dann eine genaue Kopie. Ideal beispielsweise für Restaurierungen. Ich bin ja gelernter Bildhauermeister und Steintechniker und aus dieser Erfahrung wusste ich, dass wir mit neuen Technologien auch neue Märkte erschließen können. Das war uns natürlich sehr wertvoll und sehr wichtig, um auch hier die Arbeitsplätze zu sichern. Ja, wir haben sehr motivierte Mitarbeiter, gute Fachleute auch. Ja. Und natürlich müssen wir auch in unserer Branche versuchen, diese Arbeitsplätze auch wertvoll und gesichert zu erhalten. Egal welche Aufgabe es gibt, wenn sie mit Stein zu tun hat, werden Thilo Probst und sein Team sie lösen können. Dabei stehen Qualität und Design immer an allererster Stelle. Nicht umsonst haben die Allgäuer Aufträge beispielsweise für das Berliner Stadtschloss oder das dänische Königshaus erhalten. Weil man hier aber auch die vielen Privatkunden aus dem Allgäu schätzt, bietet Thilo Probst auch Besonderes für Bad und Küche. Natürlich inklusive den passenden Pflegetipps. Schließlich soll der Stein noch lange so schön und exklusiv ausschauen, wie er aus der Werkstatt von Thilo Probst kommt. Die MyClickCard, eine kleine Karte oder App, mit der Sie bei allen teilnehmenden Händlern ganz unkompliziert tolle Preisvorteile oder Boni erhalten können. Seit 2015 gibt es sie im Allgäu und der Bodenseeregion. Und seither gibt es für deren Inhaber auch jede Menge Vorteile zu genießen. Einfach bei der nächsten Shoppingtour auf dieses Zeichen achten. Wer es sieht, weiß, dieser Einzelhändler ist Teil des MyClickCard-Bonusprogramms. Und so funktioniert die Karte. Man geht mit der Karte in ein Unternehmen, bei dem man das Zeichen für die MyClickCard gesehen hat. Beim Zahlen einfach die Karte zeigen und schon kann man den Vorteil genießen. Egal, ob man sich ein neues Fahrrad oder E-Bike kauft oder im Café oder Restaurant verwöhnen lässt. Dank der MyClickCard bekommt man beispielsweise Preisnachlässe oder kleine Geschenke. Die Karte gibt es sowohl als Plastikkarte, die man einfach mit dem Portemonnaie dabei hat. Oder man nutzt ganz einfach die App. Die ist kostenlos, einfach zu bedienen und das Handy haben die meisten Menschen sowieso immer dabei. Außerdem nimmt sie auch keinen Platz im Geldbeutel weg. Und ein paar Extrafunktionen gibt es hier auch zu entdecken. Unter der Internetadresse www.myclickcard.de erhalten Sie einen Überblick darüber, bei welchem Händler Sie welchen Vorteil genießen können. Ziel der Karte ist es, den Einzelhandel der Region zu fördern und die Innenstädte zu beleben. Gestartet wurde die Aktion von RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Und das war's für heute schon wieder. Bleiben Sie positiv, ganz nach dem Motto des Dalai Lama. Die schwierigsten Zeiten in unserem Leben sind die beste Gelegenheit, um innere Stärke zu entwickeln. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.